Hallo und willkommen zurück zu Twin Mirror Mystery. Oh Gott. Da war ja was, ja. Okay, wir müssen jetzt so einiges herausfinden. Beispiel, durchsuche Dennis Schreibtisch. Das machen wir. Ich will sehen und lesen auch. Mary Gardner, Frank Gardner. Werde heute spät nach Hause kommen. Tut mir leid, ich muss einem Arschloch die Welt erklären. Werde nicht wach sein, um Frühstück zu machen, aber da sind ein paar Waffeln im Gefrierfach und es müß. Ja. Okay. Ich kann nicht scrollen. Null. Oder. Hä? Nö, geht nicht. Macht er nicht. Und es müß. Merken wir uns mal. Ah ja, mehr steht halt sowieso nicht drin. Okay. Na gut. Wollen wir. Ich kann sie nichts machen. Ach, das ist ja entsetzlich. Hey. Posteingang. Entwürfe. Dringen die E-Mails? E-Mails between Nick and Dee. They're talking in codes. Nothing stated clearly. They didn't want to risk anyone learning of their meetings. Smart. Someone was watching. Er hat es ja gerade erklärt, um was es da ging. Ja. Nick Waldron. Das war dieser Nick, der tot ist, ja. Warum wir wieder zurück in die Stadt gekommen sind. Okay, betreff dringend. Ich hätte nicht gedacht, noch einmal von dir zu hören. Wenn du reden willst, dann höre ich gern zu. Wir können uns morgen treffen, Nick. Hey, er wollte sich mit Dennis treffen. Entschuldigung. Ich kann nichts auswählen. Das ist eine Katastrophe hier, dieses E-Mail-Programm. Whatever Nick was looking into seemed big, but he said it fizzled out. Okay, dann lesen wir mal. Hier kann man noch scrollen. Der Hammer. Von Nick an Walter Dodson. Walter ist der Chef von der Zeitung, gell? Betreff Re-Neugier. Hey, Walt. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich habe beschlossen, die Geschichte ruhen zu lassen. Wie es scheint, bin ich letztendlich doch in eine Sackgasse geraten. Nächstes Mal habe ich hoffentlich mehr Glück. Klick, klick, klick. Nick. Hä? Warte mal, wie habe ich denn gerade gescrollt? Ach so. Gott, Alter, ich vergesse alles innerhalb von Sekunden. Von Walter an Nick. Neugier. Lieber Nikolaus. Ich hoffe, du hattest eine gute Reise. Du hattest letzte Woche erwähnt, dass du einer großen Geschichte auf der Spur bist. Ich fürchte, hier bei uns gibt es bisher nur Belangloses. Ich hatte gehofft, dass du mir, alter Eule, vielleicht erzählen magst, was du im Ärmel hast. Ja, das wird genau das gewesen sein, was ihm zum Verhängnis wurde. Puzzle comes together. Dennis was reading everyone's emails. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. And that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office.
and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Nick must have left some notes behind somewhere. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. Es könnte natürlich jetzt alles ein bisschen nach hinten losgehen, wenn jetzt jemand ins Büro kommt. Dann. Ja. Problematisch, würde ich sagen. Das ist sicher Walters, ja. Ja, wie ist das Passwort? Jetzt geht's aber los. Pussy. There might be something around here that hints at Walter's password. Alter, du hast hier mal gearbeitet. Als erstes erstmal Windows auf Deutsch umstellen. Oh Gott, vor Gott, Jo. His password reminder isn't some esoteric book reference. Ugh, my heart's desire. It could mean a person, but also a place. Ich meine, ja. Ich würde es ja erstmal mit 1, 2, 3, 4 probieren. Ugh, my heart's desire. It could mean a person, but also a place. There might be something around here that hints at Walter's password. He was never tech savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. Ja, quatsch schon mal keinen Zahnlocker, das wissen wir. Jetzt machen wir erstmal das Fenster auf, nackt. Und schreien in die Welt. Wie ist das Passwort? He loves all his first editions, but Alice in Wonderland always came out on top. Wouldn't be surprised if that was his password. Alice oder was? That was just after Anna came on. And we really were a small clan. Hör doch mal auf, ich will das hier angucken. Geht nicht, geht nicht. Entschuldigung, Leute. Das sind Hitzeaggressionen. Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. Oder an der Pinnwand. Notizen. Reminders. Nothing that could be used as a password. Woher willst du das wissen? Meine Passwörter sind immer so gut, ich kann mir die selber nicht merken. Muss immer Passwort vergessen machen. Dann. She used to be the office administrator ages ago. Das ist immer eine Katastrophe bei mir. A photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. Just reminders. Yeah. Could be used as a password. Password. Okay. Da haben wir nichts. Warte mal. Wir gehen um den Tisch herum und schauen hier oben. Nee, das ist der Computer und das Schreibtisch. Vinyl. His granddad rock a thing? If so, Walter and Anna are both into it. Aha. The Ink Spots. Greatest Hits. Notiz. Es ist höchste Zeit, dass dir mal jemand die echten Klassiker nahe bringt. Lass mich wissen, wie du das findest. A. Minus A. Eine Blutgruppe. Eine ja, genau. Es ist keine Gesangsgruppe, es ist eine Blutgruppe. Okay. Praxis Dr. Lastufka. Am 21. März 2017. Sehr geehrter Mr. Dodson. Gemäß dem Wunsch Ihrer Mutter freue ich mich, Ihnen mitteilen zu dürfen,
dass sich ihre Mutter auf dem Weg zur vollständigen Genesung befindet. Nach einer gründlichen medizinischen Untersuchung ist sie nun imstande, unsere Obhut zu verlassen. Gemäß meiner Empfehlung wird sich Miss Judith in Kürze auf dem Weg nach Costa Rica begeben. Das wärmere Klima wird ihr helfen, zu ihrer früheren Stärke zurückzufinden. Sollten Sie weiteren Klärungsbedarf haben, so zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. PS, Ihre Mutter bat mich außerdem, Sie daran zu erinnern, dass Ihre eigene Kontrolluntersuchung bei Dr. Chavez schon lange überfällig ist. Danke, Mutter. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Lastufka. Nice. Super. Prin never looked happy a day in her life. Been Walter's cat for years. Maybe he set her name as his password. Ja, wie heißen die? Hau mal raus. Kleines. Ich hoffe, du arbeitest nicht schon wieder so viel. Du musst mich in Playa Langosta besuchen. Es ist so schön. In Liebe, Mom. Hey, was war denn das gerade? Hier war gerade ein Geräusch. Geht doch mal, achso. Kam gerade was im Drucker? Es klang gerade wie so ein alter Nadeldrucker. Wir probieren mal. Gib's halt ein. That's not it. I have to keep looking. Mist, dreimal können wir und dann ist Ende. That's not it. I have to keep looking. Verdammt. And I'm in. Let's see what secrets you got in here, Walter. Okay, es war dann doch Basewood. Moment, ein bisschen hoch. Von Walter an Mitch. An Bess Mitch. Bess, ich wollte dir erneut aus tiefstem Herzen für deine Hilfe danken. Du bist eine Gelehrte und eine Heilige. Wie es aussieht, habe ich mir völlig umsonst Sorgen gemacht. Danke, dass du mich beruhigt hast. Walter. Diese Geräusche im Hintergrund, die machen mich fertig. Eine Antwort folgte am 4. April. Bess Mitchell, ja, an Walter. Betreff Hilfe. Hier ist der Bericht zu Nicks Unfall. Du hast schon eine ganze Weile nicht mehr nach so etwas gefragt. Nichts wirklich Interessantes, nur ein weiterer trauriger Tag im Straßengraben. Die Straßen West Virginias nehmen uns mehr gute Söhne als Waffen. Straßen West Virginias nehmen uns mehr gute Söhne als Waffen. Ach, die meinen wahrscheinlich als amerikanische Soldaten in irgendwelchen internationalen Konflikten sterben. Hab ich doch gerade. Zurück. Gesendet. Okay. Von Walter an Bess. Bess, ich wollte dir erneut aus tiefstem Herzen für deine Hilfe danken. Du bist eine Gelehrte und eine Heilige. Wie es aussieht,
habe ich mir völlig umsonst Sorgen gemacht. Danke, dass du mich beruhigt hast. Das haben wir doch gerade gelesen schon. Mann, bin ich blöd. Okay, hier gibt's dann anscheinend nichts. Ja. Ja, moin. Mostly standard so far, by the book. I see why Walter wasn't worried. Ach so, der Unfallbericht, oder? Es wurde Polizeidienststelle VA Unfallbericht. Was ist ein VA? Art des Unfalls, Verkehrsunfall, Einzelheiten der Untersuchung, beteiligte Personen, Name Niklas Waltron. Alter, der war wirklich nicht alt, 35. Fahrzeuge, Farbe Rot, Marke Cosmo, Modell 2008er Ramero. Unfallhergang, Auto an einem Baum gefunden, von Trümmern umgeben, Feuer brach beim oder nach dem Aufprall aus. Der Wagen brannte mit Niklas Waltron auf dem Fahrersitz aus. Reifenspuren und andere Spuren legen nahe, dass der Fahrer von einem Tier erschreckt wurde und mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen ist. Fahrer war vermutlich angetrunken. Alter, bitte, was ist denn das für ein Unfallbericht? Das sind ja nur Mutmaßungen. Der ist von einem Tier, von einem Kleintier erschrocken oder so. So ein Schwachsinn, da fährt man drüber. Das ist mir auch schon oft passiert. So leid es mir tut für das Tier in dem Moment. Aber bevor ich an dem Baum lande, ganz klar, ja, und das lernt man übrigens auch in der Fahrschule. Jedenfalls, bevor du drauf gehst, ist es der Hase. Es ist leider so. Okay, und er war vermutlich angetrunken. Was ist denn das? Der ist komplett abgebrannt. Ja, das ist ja ein ganz komischer Unfallbericht. Wait, that doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on. And he always kept his window open. Okay. Einzelheiten der Untersuchung. Airbags ausgelöst, Sicherheitsgurt nicht angelegt. Ich muss kurz husten. Entschuldigung. Sicherheitsgurt nicht angelegt, Fenster geschlossen. Fahrer war vermutlich betrunken und hat vergessen, sich anzuschnallen. Alter, was ist denn... Der Cop, der den Bericht geschrieben hat, kann das sein, dass der komplett Hacke war? Das Feuer brannte einen kleinen Bereich um das Auto nieder. Breitete sich jedoch nicht aus. Es ist ungewiss, ob der Fahrer den eigentlichen Unfall überlebt hat und erst durch das Feuer ums Leben kam. Stumpfe Gewalteinwirkung, das Einatmen von Rauch oder Verbrennung sind alles mögliche Todesursachen. The car really burned, though that's very uncommon in most crashes. Ja, hier gibt es nicht viel. Ja, so schaut es aus. Schon wieder. Was drücke ich denn? Ja, weiß ich nicht. Den Unfallbericht. Wie komme ich denn hier zurück? So. Macht er nicht. Achso. So, Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do.
think it's time I check Nick's office. Hope he still leaves his notes out. Ja, wo ist Nicks Büro? Das wird wohl nur so ein Platz sein, oder? Ganz komisch. Ich glaube, das mit dem Unfall, das ist... Es war kein Unfall. Ist so mein Gedanke. Was war denn das? Guck erst mal hier. Oder wir gucken gleich, bevor ja wieder irgendwas dazwischen kommt. Hab doch hier was piepsen gehört. Anrufbeantworter oder sowas. Das ist die Küche hier. Zwei Microwaves. Wow. Das ist ein Tresor. Danger. 3-1-2-1. Magic Boss. Okay. I don't want no lunchbox, friends. Aha. Okay. Was war 3-1-2-1? Dann wollen wir mal. Der Aktenschrank ist offen. Hier ist der Tresor. If I had the code, I could get in here. Bist ein bisschen vergesslich, aber das kriegen wir schon hin. They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. Valid question. Still not sure. /23/41, nicht vergessen. Okay, es könnte ein Code sein, oder? Und wieder. /23/41. Nope. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. Ja. 3-1-2-1. Thanks, Bug. Your obsessive snooping pays off. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. How could there be so little information regarding his last investigation? Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. What was he looking for? Sprunghafter Anstieg der Arbeitslosigkeit nach Stilllegung der Mine, völlig normal. Kurve flacht im letzten Jahr etwas ab. Erholung, Zahlen sehen gut aus. Trend oder Ausreißer? Branche mehr Datenpunkte. Brauche. Branche. Brauche mehr Datenpunkte. Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something. Or someone. Mhm. 27.01.20 Uhr mit D, nervös, also Dennis wahrscheinlich. Nervöser Typ, aber könnte was Nützliches wissen. 12.02.17 Uhr, zweites Treffen mit Dennis, nehme ich an. Das ist tatsächlich eine Spur. Vorausgesetzt, dass er nicht nur Quatsch erzählt. Will sich immer an gruseligen Orten treffen. Vielleicht zu viele Filme gesehen. 18.03.10 Uhr. Mit D musste ihn zum Frühstück einladen und er sagte, dass wir uns nicht mehr treffen können. Scheint eine Sackgasse zu sein. 1.04. dachte ich, hätte ihn verloren.
Gut, dass er wieder reden will. Okay. Klingt alles sehr, sehr mysteriös. War's das? Okay. Das hat man auch. Aber hier muss noch was sein. Ich kann die Szene nicht verlassen. Nick had a contact. Same name as in the email. He was onto something big. Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something, or someone. What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. Ich will ja jetzt nicht dem Spiel vorgreifen, aber ich vermute, dass der Mörder von Dennis auch Nick auf dem Gewissen hat. The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Nick's computer is missing. He took it home to work or stolen. Sein Laptop. In Ruhe lassen. Nehmen. Nee, wir lassen das mal in Ruhe, weil wir, wenn wir Zeug mitnehmen, die schieben uns alles in die Schuhe. Uns wird dann der Prozess gemacht. Hundertprozentig. Lieber nicht. Weird. Nick was always more a fan of beer than working late. Ich hab dir Pepperoni Rolls im Kühlschrank gelassen. Arbeite nicht so lange. PS, nächstes Mal bist du dran. Ja, kommt immer drauf an. Kontext. Ich brauche Kontext, Leute. Okay, wo ist der Laptop? Ja, offenbar nicht. Da hat man alles. Wir haben eigentlich alles. Alles ab. So, did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Just a hint. We should get out of town immediately. Ja, wir müssen sehr vorsichtig sein. Nick hat sich übernommen. Er wollte mir etwas sagen. Sicherlich, ja. Aber wir müssen vorsichtig sein, weil du weißt schon, sonst sind wir die Nächsten. Basswood isn't the safe, sleepy town it once was. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits? I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, listen to me. Das ist natürlich blöd, ja. Dennis ist tot. Hab ihn nicht getötet. Das musst du mir glauben. Nehmen wir den. Dennis ist tot, ja. Anna, I did not kill Dennis. Oh my God, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did it first. I have no alibi. This is not about you.
Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Ach man, wahrscheinlich besser die Polizei zu rufen, oder? Sonst wird da uns ein Strick draus gedreht. Ja. Das glaube ich jedenfalls. Wenn wir jetzt abhauen, machen wir uns noch verdächtiger, als wir ohnehin schon sind. Okay. But not that phone. Use one of the landlines here and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. I'm going with you. I don't know if that's a good idea. You trusted me before. It's only fair I do the same for you. I'll call the cops from here so they can't track us. All right.